Vielen Dank, Herr Bundesminister. Vielen Dank, Herr Generalsekretär, für diese Worte. Es gibt jetzt die Möglichkeit, Fragen zu stellen. ORF, Herr Pfeiffer, bitte. Guten Tag. Ich habe eine Frage an den Außenminister. Es war bei dieser Konferenz viel von einer UNO-Blauhelm-Mission in der Ukraine die Rede. Ein Ziel am fernen Horizont womöglich. Wir hören auch von sehr vielen Spannungen, die diese Frage aufwirft. Müssen wir uns nach Ihren Erfahrungen, nach den Gesprächen mit Außenminister Tillerson, Außenminister Lavrov, müssen wir uns von diesem Gedanken verabschieden oder ist eine Blauhelm-Mission ein Ziel, auf das man sich hinbewegt? Vielen Dank. Vielen Dank für die Frage. Ich halte die Idee einer Blauhelm-Mission in der Ukraine für eine richtige. Es ist sicherlich notwendig, hier viel Detailarbeit zu leisten, bevor es so eine Mission geben kann. Die Entscheidung darüber liegt beim UN-Sicherheitsrat, aber ich persönlich unterstütze diese Idee. Weitere Fragen? Herr Apper, Herr Vosbanek. Herr Außenminister, eine Frage auch zur Ukraine. Ihr ungarischer Kollege Peter Szijjártó hat sich gestern im Plenum geäußert und da scheint eine neue Front aufgemacht worden sein. Ungarn hat jetzt auch die NATO-Unterstützung für die Ukraine eingestellt oder auf Eis gelegt. Wie kommentieren Sie das, nachdem ja bisher die Front immer zwischen Russland und der Ukraine war? Macht Sie das besorgt? Entfernt uns das noch weiter von einer Lösung des Ukraine-Konflikts? Ich kenne das Thema, ich bin auch in Kontakt mit allen Beteiligten. Ich glaube, dass es notwendig ist, dieses Thema auf diplomatischer Ebene zu lösen und ich glaube auch fest daran, dass das möglich sein wird. Danke. Weitere Fragen? ARD, Herr Rüger. Herr Außenminister, gab es denn bei Ihren Hintergrundgesprächen hier, bei Ihren persönlichen Zusammentreffen mit den anderen Außenministern Nachfragen zu Ihrer neuen Regierung, zur Regierungsbeteiligung der FPÖ? Ist da Ähnliches zu erwarten wie im Jahr 2000? Oder wie sieht man auf dem internationalen Parkett die Regierungsbeteiligung der FPÖ? Ich hatte in den letzten 36 Stunden sehr viele bilaterale Gespräche, habe viele meiner Amtskollegen getroffen. Es wird Sie vielleicht nicht überraschen, dass mich fast alle auf die Regierungsbildung in Österreich angesprochen haben. Es wird Sie vielleicht schon überraschen, dass mich keiner negativ darauf angesprochen hat, sondern es gab eigentlich zwei Themen, auf die ich immer angesprochen wurde. Das erste war, dass ich von fast allen gefragt wurde, wann wir fertig sein werden und ob wir schneller sein werden als Deutschland. Und das zweite Thema war, dass mir die meisten alles Gute dafür gewünscht haben. Meine Damen und Herren, die Zeit drängt leider. Ich danke Ihnen für die Teilnahme an dieser Pressekonferenz und auch danke für das ganze Jahr, wo Sie uns begleitet haben während unseres Vorsitzes. Dankeschön. Danke.